Heide Witzka, der Lars hier. Willkommen zurück bei Star Revenge 5.5. Destroyed Memories! Wir kehren zurück zu Kurs 1, denn hier gibt es jetzt einen weiteren Stern zu holen. Wir haben ja den ersten Schalter aktiviert, der rot war. Er hat uns nicht nur ermöglicht zu speichern, nein, er hat natürlich auch die roten Schalterkisten aktiviert. Und einer dieser roten Schalterkisten befindet sich jetzt in diesem ach so roten Level. Passenderweise, wer hätte es gedacht? Du sollst da hoch, ich gehe da jetzt hoch. Mit kleinen Schwierigkeiten bin ich da hochgekommen. Hab mich dumm angestellt. So, jetzt haben wir da eine Kiste. Und dann ist da ein Stern drin. Dieser Stern ist ein Teleporter und er bringt uns in Kurs 14. Hidden Boxes. Star of the Box. Ja, hast du Leben, die brauche ich nicht. Ich brauche die Leben nicht. Wenn ich das Spiel neu starte, krieg die alle wieder. Da habe ich wieder 25, so wie jetzt. Ich brauche aber neues Leben wieder. Das wäre nicht schlecht, weil HP ist auf 2. Kurs 1 haben wir fertig. Können wir Kurs 2 jetzt wirklich machen. Ah ja, da ist ein Herz vor. Kurz mal heilen. Und rein. Kurs 2. Ems. Ems sind die Sparkies. Den brauche ich, wenn die da unten sind. Dann brauche ich den Surfpanzer. Habe ich da eine Kiste gesehen hinten? Ich glaube schon. Ganz kurz. Ja. Die Bodus sind weg. Sie haben sich woanders hin positioniert. Die Rutsche sieht aber nett aus. Okay, ich muss ein bisschen Schaden nehmen. Gut, dass ich mich geheilt habe. Hier oben stört mir nichts. Hier auf dem Podest. Und dann hast du da Surfpanzer. Natürlich. Wie hätte es auch anders sein sollen. Alle Münzen eingesammelt und das Leben ist wieder voll. Ja, was eine Herausforderung. Was eine Herausforderung. Wie soll mich denn da ein Sparky treffen? Du bist doch ein Trollstern. Du wobbelst hoch und runter. Ich würde ihn trotzdem gerne einsammeln. Es ist kein richtiger Stern. Es ist kein richtiger Stern. Aber ich will ihn einsammeln. Ich habe schon so lange keinen Trollstern mehr eingesammelt. Es ist nicht mal ein Trollstern, es ist Sparky. Es verkleidet das Sparky, jetzt bin ich enttäuscht. Denn Sause war mal ganz einfach hier vorbei. Welche Herausforderung? Ja, wenn ihr mir hier so Platz macht, dann ist es ja wirklich nichts. Muss ich jetzt Schaden nehmen, weil das da oben ist? So, normal. Stört ja nicht, wenn ich da Schaden nehme. Ein weiterer Stern. Der ist jetzt echt. Factory. Factory? Was für eine Fabrik? Ich weiß, dass hier früher ganz viel Wasser war. In der alten Version. In der normalen Version von diesem Level. Ist der Teleporter da aktiv? Ja, er ist aktiv. Ich kann hier einfach so rüberspringen. Der Kalker auch da einfach so rüberspringen? Ich wollte die Wand berühren, damit ich nicht in Schnee stecken bleibe. Oben ist der Stern. Führst du mich jetzt nach oben? Nein, du führst mich in die Factory. Ah, jetzt kann ich mich erinnern. Ja, das ist die komischen grünen Kippplattformen, die Schienen da lang gefahren sind. Da ist ein Schalter. Aber wenn ich den Schalter drücke, dann verschwinden doch die Blöcke und ich komme nicht mehr weiter. Das ist die Kiste. Und da ist... Ist das jetzt der Stern? Aber da geht's noch weiter, oder? War das jetzt richtig? Ja. Okay, Wutz. Wo gehen wir hin? Wo ist denn ganz hier Wald? Ich sehe da eine Säule, ich sehe da eine Säule. Da hinten ist der Wald. Gehe ich jetzt links lang? Da komme ich nicht so lang. Da ist eine Kiste. Ich springe mal wieder darüber und lande auf den Goomba, um ein bisschen abzukürzen. Das alles ein bisschen schneller zu machen, damit ich hier nicht so lange in Schnee stecke. Hallo, Bro-Dude, wo ist ein Blau-Dude? Ich hoffe, du magst diese Bildschirme überall. Sie waren schwer dort anzubringen. Aber schön sehen sie aus. Entschuldigung, ich bin keine Hilfe, oder? Ah, bist gerade nicht so hilfreich. Aber ja, die Bildschirme sind ganz schnieke.
Ist ja ganz toll, was du da gemacht hast, Brodude. Bin ja stolz auf dich. Bäh. Lass mir in Frieden. Was bist du jetzt, so eine komische Kiste? Ein Feind. Ist da ein Feind drin? Nee, da sind Münzen drin. Wozu brauche ich denn jetzt hier Münzen? Lass mich hier wieder zurückkommen. Das sieht jetzt nicht nach Wald aus. Kann ich da einfach runterlaufen? Ist jetzt so eine Plattform, wo du runterlaufen kannst? Da ist eine komische Wand, die mich nicht normal springen lässt. Ja, das ist... Ja. Kannst du laufen. Musst aber aufpassen, dass du nicht runterfällst. Schön vorsichtig. Wandsprunggedöns, aber nicht hier quer und schräg und dann runterfallen. Ist da eine Einkerbung? What the fuck? Das hat sich gerade komisch verhalten, das Spiel. Der Wandsprung. Fega umnet, finde ich das. Da ist jetzt Rutsche. Führt die mich zum Wald? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hey, Schneemann, hallo. Kiste? Bist du ein Stern? Ich glaube ja nicht. Du bist ein Leben. Ja, von mir aus. Ich hab ja am trolligen Trollstern einen Dings verloren. Was ist das für eine Rutsche? Die wird dir jetzt ganz nett. Nein, ich lieg auf dem Bauch. Ja, so wird es nichts. So wird es nichts. Danke fürs Leben. Heike, das brauche ich jetzt. So, dumme Rutsche. Diesmal früher springen, dann landest du auch nicht auf dem Bauch. Vielleicht sollte ich mal springen. Nee. Ende. Wand hilft, an den Stern ranzukommen. Brauchen wir noch 6 für 10 Sterne pro Folge, natürlich. Schipp! Das ist da. Da kam ich nicht hin. Factory müssten wir nochmal eigentlich rein. Blaudut müssten wir auch nochmal finden. Da hinten ist auch nochmal was. Das war jetzt Wood? Das war jetzt Wood. Der Stern gerade. Ich dachte, es wäre da hinten. Aber Wood ist da oben drauf. Alles klar. Zu dir will ich. Bist du Ship? Weil ich muss übers Schiff, um zu dir zu gelangen. Hallo, Goomba. Danke, dass du das gemacht hast, dass du da warst. Sag mal, wo geht's denn jetzt lang? Ich hab den Weg gefunden. Wieder so eine dumme Rutsche. Du schickst mich jetzt zum Schiff. Finde ich nett von dir. Ist da irgendwas drin? Ey. Bob-Om. Hast du irgendwie ein Geheimnis? Ach ja, Geheimnis. Geheime Box. Unsichtbare Box noch finden und so. Da muss ich auch noch drauf achten, wa? Ja, hättest mal drauf geachtet. Hast du aber nicht. Hab ich die gerade gesehen? Nein. Ah, nee, war die Box mit den Leben drin. Aber über der Box wäre die Box. Du schickst mich jetzt wohin da hoch? Dann schick mir mal da hoch. Und wenn du jetzt richtig hingucken würdest gleich, hättest du die Box auch gesehen. Einmal da lang und dann sind wir hier oben. Dann sind wir hier oben. Kiste hier oben. Ja. Unsichtbare. Da. Du bist nur ein Dings. Ich hätte von hier aus darüber springen können, ist ja aber unnötig. Und dann springst du nachher doch rüber. Ey, was willst du denn? Was willst du? Da ist der Stern. Ich lass mich nicht von dir aufhalten. Warum sollte ich mich auch von dir aufhalten lassen? Du bist total unerheblich. Du bist keine Herausforderung. Hey! Welcher? Geht's irgendwie da hinten irgendwie lang? Das sieht irgendwie nicht so aus. Vielleicht gibt's aber da einen Bumper, der mich nach da hinten hinbringt. Weil von der Plattform aus dahin springen... funktioniert soweit jetzt nicht. Würde ich jetzt so meinen. Kann ich irgendwie... Ich kann nur abkürzen. Ich nehm den Block Tower, um da rüber zu kommen. Ich brauche die gar nicht, die blöde Rutsche, um zum Surfpanzer zu kommen.
Jetzt so die Frage, was ist einfacher? Oh no, 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 no. Das wäre aber... Ja, knappig, knappig hier. Schön die Augen aufhalten. Ein Schein eines unsichtbaren Blockes. Gibt es hier einen unsichtbaren Block? Hier ist noch so viel Level. Warum ist hier noch so viel Level? Wir haben fast alle Sterne. Ah, hi. Dich hätte ich jetzt da nicht erwartet, tatsächlich. Muss ich sagen. Gib mir mal nicht auf den Sack hier. Ich will da nur in Ruhe runterfallen, ohne den Stern zu verpassen. Da ist doch noch mehr. Da ist doch so viel Level. Jetzt habe ich den ersten links ausgewählt. Das wollte ich jetzt aber nicht. Wegen den Blaudude. Der durfte ja denn, wenn er noch da ist, in den Level woanders stehen. So, letzter Stern ausgewählt. Und dann gucken wir mal, wo hier noch was sein könnte. Factory könnte noch was sein. Ich gehe erstmal zu Factory. Teleport? Der Teleport funktioniert nicht? Okay, dafür muss ich den richtigen Stern auswählen. Weiß ich Bescheid. Ja, den zum Blockturm darüber. Wie kommst du da oben rauf? Der Dings reicht nicht, der Blumenscheiß. Blumenvieh. So, neue Gefilde. Was ist jetzt hier? Hier ist nichts. Ist hier der Block. Zufällig. So, rein zufällig. Eigentlich sieht nicht so aus. Jetzt darfst du ja überall rumsuchen und die Augen, die Ohren offen halten, die Augen offen halten. Ah, hier ist die Factory. Ja, ich würde da gerne rein. Aber vielleicht jetzt den falschen Stern. Ist ja ganz toll. Weil da ist vielleicht... Ist da vielleicht noch irgendwas? Da ist die Kiste. Muss ich jetzt wieder sterben, um einen anderen Stern auszuwählen? Oder finde ich hier zufällig... Auch nicht. Oh, das ist doch dämlich. Das ist doch doof. Das ist doof gemacht. Ey, folgt mir mal. Ich will da oben rauf. Ich will da oben rauf. Wie weit? Du folgst mir nicht weit genug. Es hat gereicht. Aber hier ist auch nichts. Zufällig doch. Doof. Das ist doof. Haben die unsichtbaren Blöcke zufällig einen Schatten, den man sehen kann? Das sieht nicht so aus. Den Weg hier sind wir noch nie gegangen. Aber es sieht jetzt auch nicht so vielversprechend aus. Ja. Dann halt nochmal kurz sterben. Fällst du runter in den Abgrund, darfst wieder rein, wählst den falschen Stern aus, darfst wieder sterben, musst wieder den richtigen Stern auswählen. So, Factory. Mal sehen, was du jetzt hier doch noch für mich hast. Ein bisschen eine Herausforderung. Ein bisschen rumgespringe. Den Knopf brauche ich jetzt nicht drücken. Das war jetzt eklig, so zu springen. Da kriege ich alle hin. Da wäre ich natürlich gleich angegriffen von einem Sparky. Der passt ja auch natürlich hier rein in die Factory. Ich springe genau an ihn rein. Von mir aus. Haben wir hier zufällig irgendwas? Irgendwas! Ach, natürlich ist hier ein weiterer. Komm, geh mir auf den Sack. Triff mich von mir aus. Ist besser als runterfallen. Hi. Ein Blaubrut in der Kiste. Ha, reingefallen. Ist nur ein Prank, Bro. Warum habe ich dir zugestimmt? Nee, kein Stern, nur ich.
Ja, toll. Wo ist der unsichtbare Scheiß? Wo ist der unsichtbare Block, Junge? Ja, der klärt sich dann. Leider nur ein bisschen spät. Wo könnte der Block für den Scheiterscheiß sein? Ist die Frage. Die zusätzliche Frage. Ja, haben wir dich nochmal. Wo ist jetzt der Scheiß? Ich hab keinen Bock auf Suche-Spiele. Ist doch dämlich. Ist doch doof. Ach, jetzt bist du wieder da, verpiss dich. Ich wollte nur Anlauf holen. Will da nur darüber springen. Ach, da war ja nur ein Leben drin. Ich dachte, da wären Münzen drin. Okay. Ich hätte auch unten zu den komischen Blümchen runterspringen können. Ah, ich habe ein paar Leben verloren. Kann ich wieder hier brauchen, ja. Scheiß. Hier, gib mir die Münze. Gib mir einfach die Münze. Dann haben wir 100, dann gibt's dafür vielleicht einen Stern. Wäre ganz nett. Ja, hättest du richtig hingeguckt, hättest du dir das alles sparen können. Es waren nicht die 100 Münzen, aber es war eine unsichtbare Kiste. Ich habe jetzt den 5. Stern ausgewählt und nicht den 6. Stern. Weil beim 6. Stern funktioniert der Teleporter zur Factory nicht. Und da gibt's noch ein paar Münzen. So viel Zeit für den Blödsinn ausgegeben. Ich habe Zeit ausgegeben. Verschwendet. Ich brauche nur 3. Ich brauche noch 3 Sterne. Jetzt frage ich mich, ob da vielleicht noch vielleicht eine blaue Box irgendwo ist. Ich habe keine gesehen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie eine Schalterbox-Stern-Scheiße ist. Yellow Goldwood Forest. Switch. Kurs 3. Ich hab Erinnerungen, die miteinander konfliktieren. Die miteinander sich bekämpfen. Welches Scheiß-Level war das? Da ist auf jeden Fall ein Krater in der Landschaft. Es ist alles gelb. Da hinten ist ein... Der, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hab da hinten hingeguckt zum Stern. Wo sind die Brodus wieder? Unsichtbare Wand? Nein. Also auf dem Dorfplatz sind sie nicht. Ja, Münzen brauchst du wirklich nicht einsammeln. Ich hab's verstanden. Hey! Augenlose Lakitos sind ja richtig toll. Die wirken gar nicht gruselig. Switch. Ich hab schon wieder vergessen, was er von mir wollte. Ich bin ein bisschen genervt. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ich wäre fast in deine Scheiße da gesprungen. Wir haben da einen Sandblock. Warum seid ihr hier überall? Hier, Unkraut hier. Aber ja, sonst noch was. Außer im Weg. Ich kann mich an dieses Level nicht erinnern. Da ist ein Schalter. Kann ich nicht einfach... Einen Schalter brauche ich jetzt wofür? Shell! Jetzt gibt's wieder Surfpanzer-Gedöns. Musst du auch erstmal wieder finden. Da unten könnte ich hin. Wenn ich da unten hin kann, dann kann ich da unten hin. Dann springe ich doch mal da unten hin. Hey, ist kein Schneelevel. Du bleibst nicht im Boden stecken. Hier hast du wieder einen Krater. Da hast du die komischen Monitore. Pflanzen überall. Siehst du, Shell? Ich glaube ja nicht. Sind Münzen. Kanone ist wieder. Also brauche ich hier wieder den dummen Brodut. Da ist die blaue Kiste. Alles klar. Alles klar. Machen wir nächste Folge denn. Ich werde jetzt eh nur 3 Sterne haben. Wie kommt man denn da hin? Indem man da und dann darüber springt. So langsam kommen Erinnerungen. Aber sie tun weh tatsächlich, diese Erinnerungen. Weil sie nicht irgendwie richtig miteinander zusammenhängen. Kiste. Erstmal willst du erkundigt werden. War das nicht das eine Level, was... mit der Lava?
und so. Und mit den... mit den Blasen, die auf einen runtergeschossen kommen. Die dann halt auch zum Boss-Level irgendwie geführt hatten. Und mit dem Boot auf der Lava. War das nicht nur ein Zwischenlevel? Oder welches Level war das? Ich finde das unangenehm, mich nicht richtig dran zu erinnern. Das stört mich gerade wirklich. Ich kann da runterspringen. Und dann kann ich darüber springen. Und dann machst du einen Wandsprung darauf. Und dann wirst du genervt. Ich bin dir auf den Kopf gesprungen. Hast du nicht mit gerechnet? Einmal mal reinstolpern in den Stern. War jetzt nicht der richtige Stern, den ich eigentlich suchen sollte? War jetzt nicht der Shell-Stern? Aber es ist mir egal. Es war der Wall-Stern. Shell, wo könnte denn hier in diesem Level ein Panzer sein? Überall. Da, wo wir noch nicht waren. Kannst bitte nicht einfach wieder runterrutschen? Ist ja unangenehm. Irgendwie in einen Riss, irgendwie in ein Geheimnis. Wahrscheinlich. Würde mich jetzt nicht wundern. Unsichtbare Box, darfst du dann auch in diesem Level wieder suchen. Darfst du ja überall suchen. Piss dich. Lass mir in Frieden. Spring da einfach jetzt runter. Oder auch nicht. Weil Wurzelgerutsche. Ich benutze jetzt den Sandblock. Ich könnte auch da runterspringen. Jetzt verpiss dich, dummer Lakito. Du gehst mir auf den Sack. Kannst du mal so rankommen, dass ich dich auch wegtreten kann? Da kam er so ran. So, dass ich ihn wegtreten konnte. Kann man da unten hin und ist da irgendwas? Das finde ich jetzt eine gute Frage. An der Kiste waren wir. Irgendwie... da... verpiss dich! Das Wasser ist wieder gelocht. Das hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Von gelochten Wasserfällen zu gelochten Fontänen. Ach, das sind ja Dings. Das sind ja Checkpoints. Das war aber jetzt knapp. Ich brauche ein bisschen mehr... Toller Wassereffekt. Ein bisschen mehr Anlauf brauche ich hier. Und jetzt muss ich wieder... wie komme ich jetzt dahin? Ist das Lava, wo ich drauf bin? Wahrscheinlich. Ah, ich kann da rüber, weil das da schräg ist. Und dann hast du den dritten Stern. Und damit hast du 10 Sterne pro Folge. Und dann reicht mir das jetzt auch. Es reicht! Wir drücken jetzt den nächsten Schalter. Alter, dann beenden wir den Blödsinn für diese Folge halt. Grüner Schalter gedrückt. Ich hätte den blauen drücken sollen. Ich Idiot hätte den blauen drücken sollen. Hätte mal nächste Folge den blauen Dings machen können. Egal. Speicherschalter Nummer 2. Möchtest du speichern? Du kannst diesen nicht erneut drücken. Ist gespeichert. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Star Revenge. Habe ich mit dir schon geredet? Ich glaube nicht. Ich rede jetzt auch nicht mit dir. Ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Wir beenden die Folge. Bis zum nächsten Mal hier bei Star Revenge 5.5 Destroyed Memories mit mir, den Lars. Bleibt gesund, bleibt bunt, macht den bunten. Tschüss!